Guten Tag, mein Name ist Daniel Pieper. Ich bin bei Kontron zuständig als Senior Marketing Manager für die Embedded SBCs und Motherboards. Heute möchte ich Ihnen das neueste Mitglied unserer sehr erfolgreichen 2,5 Zoll Pico ITX Serie vorstellen. Diesen kennen Sie wahrscheinlich schon, das ist der PITX SP, ein atombasierendes Board. Und neu hinzugekommen ist jetzt ein AMD-basiertes, LX800-basierter Pico ITX. Diesen haben wir entwickelt aufgrund einer Vielzahl von Anfragen für die Unterstützung sogenannter Legacy-Schnittstellen wie einem COM-Port oder einer VGA-Schnittstelle, heißt analog RGB. Diese werden immer noch sehr häufig im Bereich industrielle Automation eingesetzt und nachgefragt und sind auf diesem Board integriert. Dieses ist ein absolutes Low-Power-Board, das im Bereich von ungefähr 5 Watt Stromverbrauch liegen wird. Also natürlich sind auch Schnittstellen integriert, die zukunftsorientiert sind, wie zum Beispiel ein Micro-SD-Slot oder ein SATA-Interface für Festplatten. Dieses Board wird ein sehr interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und in Serienproduktion im Sommer zur Verfügung stehen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, bitte besuchen Sie unsere Webseite www.kontron.com. Vielen Dank.